willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mich jetzt doch durchgerungen und war heute Morgen, weil ich noch kurz nach Kaufland wollte, diesen Matcha-Latte-Kokos holen. Den kriege ich ja sonst irgendwie nirgends. Ich habe ja mal erzählt, bei uns ist Kaufland hier in so einem kleinen Einkaufscenter. Und dann habe ich mir heute gedacht, gehe ich mal nach Family. Die machen nämlich auch so früh schon auf. Ich war ganz früh um 8:30 bei Kaufland. Was heißt ganz früh? Aber ich musste die Rosalind zur Schule bringen und bin dann direkt durchgefahren zum Kaufland. Und Family macht um 9 auf. Ich hatte jetzt ja keinen Termin. War aber nicht schlimm. Ich habe dann da vor der Tür gewartet und gefragt. Da war aber noch niemand um 9 Uhr. Konnte ich direkt rein. Und upsala. Genau, ich konnte dann direkt rein, weil da noch niemand war. Und dann bin ich nach Family noch die andere Richtung durchs Center. Also es ist nur ein ganz kleines Center. Gelaufen und bin dann auch nochmal bei Zehmann reingesprungen und bei dänischen Bettenlager, beim dänischen Bettenlager, weil wir hatten ja die Kinderzimmer neu gemacht und für die Olivia fehlte jetzt die ganze Zeit noch ein Türstopper, den sie jetzt braucht. Und da hatte ich online geguckt, habe ich aber irgendwie nichts gefunden und dann habe ich gesehen, dass die bei, also im dänischen Bettenlager richtig süße Türstopper für Kinder haben, auch gar nicht teuer. Auf jeden Fall hatte ich da auch Glück, weil es noch so früh war. Da musste ich den QR-Code an der Tür scannen und meine Daten eingeben. Klar, bei Family habe ich natürlich auch da so einen Zettel ausgefüllt und an meine Daten hinterlassen. Und dann konnte ich da auch rein und hatte sogar eine halbe Stunde Zeit. Dann sagte mir die nette Dame im dänischen Bettenlager auch noch, dass heute oder im Moment 25% auf alles sind. Dann habe ich da auch noch ein bisschen gebummelt, sag ich mal. Ich war in beiden Geschäften auch die Einzige. Bei Family kam dann am Ende noch mal jemand rein, aber im dänischen Bettenlager auch. Aber ja, es war ziemlich ruhig. Ich habe mich auch schon gewundert, der Parkplatz von dem Center, der ist sonst so voll, auch morgens um 8 Uhr schon, weil die, glaube ich, auch alle Kaufland stürmen. Und es war so leer, also es war wirklich schön. Ich muss auch sagen, also es hat mir auch richtig Spaß gemacht, ne? Also es war mal wieder so ein bisschen Bummel-Feeling. Also war schon echt schön. Habe ich jetzt mal gebraucht, so ein bisschen Balsam. Wollte ich euch dann jetzt kurz zeigen, was ich gekauft habe. Ich fange mal mit Kaufland an, obwohl das war jetzt eigentlich nur, also ich bin eigentlich nur wegen diesem Matcha-Latte hin und habe dann gestern noch einen kurzen Einkaufszettel geschrieben, was wir halt noch so an Obst und so brauchen. Aber es ist jetzt echt nicht viel. So, erstmal habe ich diese einfachen Trinkpäckchen. Die hatte ich letzte Mal schon auf dem Einkaufszettel. Da hatten sie ja keine mehr. Apfel-Kirsch-Geschmack. Die Rosalind liebt die. Die Olivia mag die auch. Dann habe ich bei Kaufland hier noch richtig schöne Erdbeeren, weil die Rosalind wollte gerne Himbeeren oder Erdbeeren. Die Himbeeren sahen nicht so toll aus und waren auch ziemlich teuer. Habe ich lieber Erdbeeren genommen. Da haben die Kinder einfach auch mehr von. Die Mayonnaise. Dann habe ich mal hier diese zarten Waffeln von... ja, wie heißen die? Manna, glaube ich. Dann habe ich noch 2 Tüten Salat geholt. Dann habe ich die Rosalind gestern gefragt, ob ihr noch was einfällt. Ja, sie wollte gerne hier diesen Tom und Jerry Joghurt mit der Ecke. So viel Joghurt haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja, und dann habe ich hier nochmal den griechischen Joghurt oder Joghurt griechischer Art mitgenommen. Den esse ich im Moment sehr gern. Also den essen wir ja sowieso grundsätzlich gern, aber im Moment esse ich davon sehr viel. Fast jeden Morgen mit ein bisschen Müsli. Dann habe ich hier so eine Fleischwurst mit Knoblauch mitgenommen. Dann habe ich noch Rosalinds Lieblingssalami. Beim letzten Mal hatten wir nicht so viel für aufs Brot gekauft. Dann habe ich 2-mal die 50 Liter Müllbeutel, die ganz einfachen. Dann habe ich hier einmal saure Bonbons für den Patrick mitgebracht. 2-mal den Matcha-Latte mit Kokos, den ich letztes Mal hatte. Da wollte ich euch ja auch noch sagen, also ich meine, da hatte jemand in den Unterkommentaren schon gefragt, aber also die sind wirklich richtig lecker. Also für mich jetzt persönlich sehr zu empfehlen, mega lecker. Und ich habe auch nochmal den Classic, den hatte ich ja jetzt noch gar nicht ausprobiert, den wollte ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Den habe ich jetzt einmal genommen, weil ich ja auch gar nicht weiß, ob der schmeckt, aber der wird schon schmecken, der andere schmeckt ja auch. Dann habe ich nochmal Clementinen geholt, bevor bald Ende ist mit Clementinen. Ich hoffe, die schmecken auch noch. Dann habe ich jetzt hier mal so eine Geflügelmortadella, so eine ganz normale. Wollte mal gucken, ob die Rosalind die mag. Und dann habe ich hier noch so eine Melone. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Mit G irgendwas. Genau, weil die Kinder essen ja gerne Melone, aber eigentlich Wassermelone. Ich wollte jetzt nicht jedes Mal so eine riesen Wassermelone. Erstmal muss ich das hier hochschleppen und
zweitens ist auch keine Melonenzeit und deswegen sind die auch recht teuer. Ja, und das war es auch schon bei Kaufland. Also wie gesagt, ich hatte da jetzt ja gar nicht vor, einen riesen Einkauf zu machen oder so. Ja, und danach bin ich dann nach Family gegangen. Habe ich dann einmal, ja, ich weiß, ist irgendwie ein bisschen blödsinnig, aber habe ich hier Winterhandschuhe, diese hier. Ja. Also die sind hier auch richtig isoliert und so. Habe ich jetzt einmal für die Rosalind und einmal für die Olivia vorsorglich in der Nummer größer für nächsten Winter gekauft. Ja, bekloppt, aber die kosten eigentlich 10 Euro und die kosteten jetzt nur noch 1 Euro. Die Kinder, die brauchten eigentlich Socken hauptsächlich, deswegen wollte ich auch nach Family wegen Socken und wegen Deko wollte ich ein bisschen gucken. Und da habe ich der Olivia hier so Einhornsocken gekauft. Dann habe ich mir hier diesen Mega-Schal, das ist hier so ein XL-Schal, richtig schön weich. Der hat mich schon von draußen angelacht. Ich weiß, jetzt ist eigentlich ja nicht mehr so ein Wetter, dass man so einen Schal braucht. Oder nicht mehr unbedingt, ich weiß nicht. Aber den fand ich jetzt einfach nur mega. Der ist auch richtig schön weich. Kostete jetzt nur noch 4 Euro. Ich weiß auch gar nicht, was der vorher gekostet hat. Dann habe ich hier für die Olivia noch so Eulensocken. Die hier sind ja richtig süß. Da sind auch ganz Unifarben dabei. Dann habe ich diese Mütze hier noch mitgenommen. Die kostete jetzt nur noch 2 Euro. Für die Rosalind, weil der steht dieser senfgelbe Ton richtig gut. Dann habe ich für mich hier noch so ein Shirt mitgenommen. Das hat hier so, ja, so ein kleines Muster. Und an den Ärmeln hat das hier so ein Band zum Hochziehen und hier unten so ein Gummi bisschen gesmockt. Das fand ich jetzt ganz nett. Kostete jetzt nur noch 3 Euro. Ja, und dann habe ich mir hier noch so eine Strickjacke geholt in braun. Genau, so eine braune Strickjacke hier, die so ein bisschen, klein bisschen oversized ist. Nicht. Ja, und dann habe ich der Rosalind zu dieser senffarbenen Mütze auch noch diesen süßen Charlie mitgenommen. Der ist so gestreift so ein bisschen und gepunktet aber auch. Ja, der war auch auf 2 Euro reduziert. Ja, das Ding hier hatte ich schon im Internet gesehen und wollte ich gerne haben. Das möchte ich mir an die Wand hängen. Ich weiß noch nicht genau, ob im Flur. Ja, bei Zehmann war ich eigentlich nur drin, weil ich der Rosalind ein bisschen Unterwäsche holen wollte. Wir mögen da hier gerne diese, ja, Boxershorts, Shorts-Unterhosen und Unterhemden haben die auch immer nette, finde ich. Ja, und das war auch schon alles bei Zehmann. Ich habe da halt nur ein bisschen Unterwäsche geholt. Im dänischen Bettenlager habe ich für die Olivia diesen tollen Türstopper besorgt. Die Olivia steht ja voll auf Flamingos. Dann habe ich noch diese LED-Lichterkette hier mit dieser Kordel. Die möchte ich auch an der Wand dekorieren. Da weiß ich aber auch noch nicht genau. Also irgendwo im Wohnzimmer, da braucht man nämlich noch ein bisschen Lichtquellen. Ja, und dann habe ich mich ja bekloppt gesucht im Internet nach günstigen Tischsets. Wir benutzen halt gerne diese abwaschbaren Tischsets, weil wir alle gerne kleckern. Die Tischsets kosteten jetzt 1 Euro pro Stück und dann gab es 25%, also 75 Cent. Ja, mega, ne? Habe ich mich jetzt richtig gefreut, weil ich da echt schon seit Wochen was suche. Und dann habe ich fürs Badezimmer diesen Korb. Und da wollte ich nämlich so die Badesachen von den Kindern reinpacken. Die haben ja immer so viele Tütchen und so. So, und noch dieses kleine Seifentellerchen, Schüsselchen, Schälchen fürs Gäste-WC, weil die Kinder haben ja Seife selber gemacht. Abschließend kann ich sagen, kann ich es nur empfehlen, jetzt einkaufen zu gehen. Es ist so schön ruhig, so schön leer und man hat auch in den meisten Geschäften genug Zeit. Dann sind so viele Sachen reduziert, dass es sich echt super lohnt. Man soll ja auch ein bisschen den Einzelhandel wieder unterstützen und nicht immer alles online kaufen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Das war jetzt ganz spontan. Eigentlich wollte ich gar kein Video machen, aber weil das jetzt heute da so gut geklappt hat. Und abonniert gerne meinen Kanal. Ich bin jetzt auch bei Insta, da könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Da poste ich auch ein bisschen andere Sachen so zwischendurch. Also ein bisschen mehr Fotos und auch Stories. Aber da bin ich noch ganz neu und habe halt noch nicht so viele Abonnenten. Lasst mir ein Gefällt mir da für mein Video. Guckt mir auch gerne meine anderen Videos. Aktiviert die Glocke, damit ihr meine neuen Videos nicht verpasst. Meistens poste ich ja Einkaufshauls, also Foodhauls oder DM-Hauls, aber auch gerne mal Alltagsvideos zwischendurch. Und ich freue mich, wenn ihr dann meine Videos schaut und mich abonniert. Tschüss!